Und hier ist wieder der gute alte Stahlverbieger und das sind wieder eure 5 Minuten. Heute gibt's mal einen Kaffee aus einer Musikertasse. Ja, ihr seht im Hintergrund schon, ich habe mir was Neues gekauft und ich rede ja gerne immer viel über Amps und ich werde ja auch immer viel gefragt von Leuten, die irgendwie Amps suchen, haben möchten. Und ich bin ja ein Fan von gebrauchten Sachen, weil es der Markt gibt ja wirklich alles her. Man muss sich nur ein bisschen einen Überblick verschaffen. So, jetzt ich schildere kurz mein Problem und dann meine Lösung dazu. Also mein Problem ist, ich mache sehr viel Musik zu Hause. So, wenn ich zu Hause bin, brauche ich das zum Unterrichten, also einen Amp, ne, eine Verstärkung zum Unterrichten in erster Linie, zum Üben in zweiter Linie und in dritter Linie natürlich auch irgendwie zum Recorden in irgendeiner Form. So, beim Recorden habe ich mich ja schon auf mein Avid 11 eingeschossen. Das ist so diese kleine rote Mühle, habt ihr in einigen Videos auch schon gesehen. Die hat den Vorteil, dass ich da ein Mikrofon dran anschließen kann und dann kann ich meine Lessons komplett mit diesem Gerät aufnehmen. Das ist sehr gut, weil dann kommt der Sound aus diesem Avid 11. Das ist auch so ein Gitarrenmodeller, kann man sagen. Ich muss das nicht so laut machen. Ich habe dann eben halt keine Einstreuung in meinem Sprachmikrofon von einem Amp, der in dem Raum steht hier. Das ist also für Lessons eine sehr gute Lösung. So, jetzt ist das Problem, ich spiele ja noch in einer Liveband. So, und ich spiele auch sogar in zwei Livebands. So, das heißt, wir machen aber in beiden Bands völlig unterschiedliche Musik. Und ich habe ja meinen Marshall-Top-Teil, wie ihr wisst, also diesen vierkanaligen JVM Joe Satriani-Version. Und dieser Amp ist schon ganz geil, hat witzige Features, 4 Kanäle, Noise Gate und so weiter. Aber mit dem Sound bin ich zum einen nicht so hundertprozentig zufrieden, jedenfalls nicht für diese Musik, die ich machen möchte. So, und ich habe eben halt zwei Bands. Und das Problem ist jetzt einfach, ich brauche noch einen Amp für meine zweite Band, weil ich einfach keinen Bock habe, das Zeug immer von A nach B zu schleppen. So, und da ist mir die Idee gekommen, da kaufst du dir zum Üben in deiner einen Band, weil zum Üben, ne, in einem Probenraum, wo ich alle 2 Wochen mal hinfahre, da kann ja ein Amp stehen. Das muss ja nun nicht die Höllenmaschine sein. Das wäre ja sogar schade drum. Dieses Problem habe ich ja letztens auch mal thematisiert, dass man, dann kauft man sich irgend so einen Diezel für 3000 Euro und kann den eben halt nur einmal die Woche spielen, weil er im Probenraum steht. Ne? So, und jetzt habe ich dann folgendes Ding mir erstanden. Und zwar den Peavey Viper in der 120 Watt Version. Ich glaube, diesen Kasten, das ist ein Top-Teil hier, den gibt es auch als Combo-Amp in 1/12er, 2/12er, was weiß ich nicht was. Den Viper gibt es auch noch in Volltransistortechnik. Das hier, die mit der vergoldeten Front, so nenne ich das jetzt mal, ist eine Röhrenversion dieser Geschichte. Und zwar Röhren in der Endstufe. Der soll jetzt 120 Röhren Watt Endstufenleistung haben. Es gibt ihn, glaube ich, auch noch mit 60. Nagelt mich nicht fest. Ich weiß nicht, ob das Top-Teil es auch in 60 gibt. Ich glaube das. Also, aber da, um die Wattleistung geht es eigentlich gar nicht. So, die letztendlich ist das ein Modeling-Kombo. Und glaubt mir, Leute, ich habe, also Modeling-Amps sind ja eigentlich völlig raus aus dem Rennen. Also seit es den Camper und den XFX gibt für viel Geld, die alles im Grund und Boden modeln, werden ja diese Modeling-Dinger in dem Sinne überhaupt nicht mehr gebaut. Also das hatte ja mal so seinen Zenit, ne? Line 6 fing damit an, mit dieser Pott-Geschichte, diese rote Niere, dann haben alle das nachgebaut, dann haben das alle auf einmal gemacht und auf einmal war das alles wieder im Eimer und irgendwie gibt es jetzt gar nichts mehr so recht. Und ich habe sie alle besessen, glaubt es mir. Ich habe den Spider Valve gehabt von Line 6, ich habe den Pott 500, HD 500 gehabt, den man in Verbindung mit dem Line 6 DT25 ja schon als Top-Teil dann bezeichnen kann. Und jetzt eben diese Kiste hier, das ist so alles aus dem, der ist schon ein bisschen älter, der Kasten hier. Und ich finde, zum Üben und auch die Sounds, die hier rauskommen, die sind großartig. Also das Ding hier, dieser Peavey, klingt um Längen besser als der Spider Valve von Line 6. Das ist dieses ganz große Top-Teil gewesen, angeblich auch mit Röhren drin, bla bla bla. Und der, also auch mit Röhren in der Vorstufe. Und dieser Kasten klang überhaupt nicht, fand ich. Also der klingt gar nicht. Und auch wenn das hier, das Modeling ist ohne Röhre, also die Vorstufe wird eben halt per Modeling errechnet, wie auch immer. Ne? Und dann geht es eben halt in so eine Röhrenendstufe. Aber letztendlich ist mir das auch egal, ob da als Endstufe eine Röhre drin sitzt. Für mich ist wichtig, was am Schluss dabei rauskommt.
und was die Kiste kann. Also einmal ist hier natürlich ein Stimmgerät irgendwo verbaut, das ist ganz klar. Dann sind es angeblich 100, 120 Röhrenwatt, also da stecken tatsächlich Röhren drin. Das Teil macht auch, ist sehr schwer, das macht einen sehr wertigen Eindruck, ist natürlich auch made in China, ist klar. Aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist der Preis. Dieses Top-Teil hat, glaube ich mal, 800 Piepen neu gekostet, gibt es lange nicht mehr neu zu kaufen. Und auf dem Gebrauchtmarkt findet man diese Mühle eigentlich immer so, ich sag mal so als Hausnummer 250, den kriegt er den. Ne? Vielleicht, so wie ich, schon mit dem Fußpedal dabei, das liegt da oben an auf. Ne? Es gibt noch ein größeres Fußpedal, was ein bisschen mehr kann, aber ich sag jetzt mal, für eine, das ist aber eher nur was für die Top 40 Musiker unter euch, also für die normalen Menschen, denen vier programmierte Sounds lang, zumindest auf einem, erkläre ich gleich noch, ne, langt das kleine Fußpedal, das kann eigentlich dann auch schon alles. So, und jetzt aber der Gag an der ganzen Geschichte, ne, wo wir mal wieder beim Thema eierlegende Wollmilchsau sind. Also ich finde, zum Üben zu Hause macht dieses Ding soundmäßig alles nass. Ihr könnt es sehr leicht programmieren. Also das checkt sogar der letzte Trottel, wie das geht. Sicherlich haben einige Regler immer hier irgendwelche diese fiesen Doppelbelegungen, aber das wird mittels Lichterkränzen hier angezeigt. Das sind also alles programmierbare Schalter. Ihr könnt also jeden Sound, den ihr hindreht, programmieren, abspeichern, fertig. Ein Stimmgerät ist natürlich drin, auch gut. Noise Gate kann man hier auch programmieren, also wenn man so High-Gain-Sounds einstellt, die so scheiße rauschen und so, kriegt man das hier auch hin. Ganz witzig bei der Sache ist, wir haben hier einen USB-Anschluss zum Recorden. Sobald man da ein Kabel reinsteckt, wird der Lautsprecher, der dran hängt, abgeschaltet, die Box. Ne? Und dann wird automatisch dieser USB über einen Rechner-Soundkarte als Soundkarte erkannt und man kann sofort das ganze Zeugs aufnehmen. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, da bin ich noch nicht zugekommen, werde ich aber mal machen demnächst. Das heißt, man hat hier schon mal eine super geile Version zu Hause üben. Cooler Sound, man kann alles programmieren, Effekte und so weiter, alles drin. Und es klingt auch wirklich gut, muss ich sagen. Also ich bin von dem Ding wirklich so begeistert, bis jetzt noch. Und man kann eben halt recorden. Und da das ja ein Top-Teil ist, wenn das Ding das jetzt soundmäßig hergibt, ich meine, dann wäre ich jetzt wieder bei dem Thema Geschleppe, dann könnte ich das Ding auch in der Probe bei der Band sehr gut spielen. Ich bin da mal gespannt, was dabei rauskommt. Der Vorteil von, wie gesagt, man muss auf den Sound natürlich stehen, das ist klar, aber das werde ich in der Session diese Woche nochmal feststellen, wie cool der Sound ist, ob das in der Band echt gut ist. Oftmals haben diese Modeling-Sounds das Problem, dass sie sehr undynamisch sind. Was weiß ich, also natürlich reagieren die nicht so auf den Lautstärkeregler in der Gitarre. Das kommt aber eben halt immer drauf an, was man jetzt für Musik macht. Ne, also sicherlich wird das Top-Teil kein 3.000-Euro-Top-Teil ersetzen, wird es nicht. Es geht jetzt nur ums Üben und ums Können. Was bringt mir dieses Gerät? Ne? Und für den Preis von 250 Euro für ein Top-Teil ist das der Hammer. Natürlich haben die Jungs, die Hersteller, hier steht ja Peavey drauf, haben sich nicht umsonst natürlich auch, also Peavey baut ja schon seit Jahren gute Verstärker, kann man so sagen. Und die haben natürlich gerade insbesondere ihre Verstärker, die sie gebaut haben, als Modeling-Version hier reingepackt. Angeblich sollen ja auch irgendwelche Diesel-Geschichten schon gemodelt werden. Ich kann es nicht vergleichen, weil ich den dazugehörigen Diesel halt nicht habe. Es wird auch nicht so klingen, das glaube ich einfach nicht. Also das wäre der Hammer, wenn das so wäre. Das glaube ich nicht. Aber darum geht es auch nicht. Und die haben das so gemacht, die haben sogar von jedem Amp, viele Amps, die hier gemodelt wurden, gibt es in der 2- oder in der 3-Kanal-Version. Und die haben eben halt immer zwei Kanäle von jedem Amp gemodelt. Das kann man hier mittels Tipptaster dann auswählen, ob man in dem Kanal A oder B dann eben halt ist. Kann man natürlich alles nachher abspeichern. So, schöne Sache. Ja, die ganzen Effekte kann man auch editieren. Es gibt auch eine Software dazu. Der Apparat hier hat einen MIDI-Anschluss hinten. Und das MIDI-Kabel müsste man dann irgendwie an seinen Rechner anschließen. Man braucht also eine MIDI-Schnittstelle. Das ist dieser kleine, runde, fünfpolige DIN-Stecker. Und dann könnte man die Amps, die Sounds des Amps auch im Rechner editieren und einstellen. Die Software sieht ein bisschen aus wie aus dem vorigen Jahrhundert. Da habe ich schon mal reingeguckt. Die kann man ja so starten. Aber wenn sie ihren Dienst macht, ist mir das völlig egal, wie die Oberfläche aussieht, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, man könnte dann eben halt das Ding einfach über MIDI an den Rechner anschließen und dann eben halt, bevor man hier die Regler hier sich dumm und dämlich dreht, kann man dann da die ganzen Sachen einstellen. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine Datenbank, wo man sich vorgefertigte Sounds runterladen kann. Wird sicherlich auch irgendwo geben. Und die könnte man dann auch auf den Amp übertragen. Irgendwie wird das wird sicherlich gehen. Und deswegen finde ich, für den Preis finde ich das interessant. Also wer ein günstiges Top-Teil mal braucht,
und sich vor sowas dann halt nicht scheut, wie gesagt, ne, so made in China. Ich bin da ja selber ein gebranntes Kind, aber ich teste sowas halt dann doch auch gerne mal aus. Und das Charmante an dem Ding ist eben halt, dass man das für alles nutzen kann. Das Ding ist jetzt alles andere als leicht. Das heißt, zum Hin- und Hertransportieren ist es auch irgendwie nicht so das Beste. Aber wenn man ein geiles Topteil im Probenraum hat und man braucht nur was zu Hause, was irgendwie auch recorden kann, ist das schon mal eine Idee. Von diesen PV Viper Geschichten gibt es auch viele andere ältere kleine Kombos. Die haben diese Features auch alle. Also mit dem USB-Anschluss und so weiter. Ne? Da müsst ihr Viper, das wird VYPYR geschrieben. Und wie gesagt, es gibt zwei Röhrenversionen und die sehen dann immer so aus mit dieser anderen Front. Ne? Und ja, das Fußpedal kann ich auch nochmal schnell zeigen. Wie gesagt, Sounds kriegt ihr demnächst irgendwie. Ich werde mal irgendwas mit der Mühle mal recorden in England. Dann seht ihr, wie sowas klingen kann. Letztendlich ist das, wie das klingt, bei dem Ding total relativ, weil ich kann hier 1000 Sounds hindrehen. Also der wird immer anders klingen, wenn ich einen anderen Sound nehme. Ne? So, und hier, das ist das Fußboard. Das kennt ihr eigentlich von den Line 6 Combos. Das sieht genauso aus. Ne? Und es ist auch alles sehr ähnlich. Ich kann jetzt hier in der Grundversion, wenn ich das Ding jetzt so an den Amp anstöpseln würde, kann ich hier 1, 2, 3, 4 Sounds abspeichern. Und hier habe ich ein Pedal. Das müsste ich auch noch belegen können, das ist ab Werk erstmal immer Volume, laut leise. Ne? So, und jetzt könnte man hier, wenn ich diese beiden Taster gleichzeitig drücke, kann ich die Bank auswählen, auf der ich die Sounds speichere. Das heißt, auf der ersten Bank sind eins, ne, Bank A, 1, 2, 3, 4, ist das, habe ich hier eine Bank, hier steht Bank B drunter, da hätte ich dann nochmal 4 Sounds, wenn ich auf diese Bank umschalte. Und ich habe jetzt noch eine Bank C, dann hätte ich nochmal 4 Sounds. Das heißt, mit diesem kleinen Pedal kann man 12 verschiedene Sounds abspeichern. Das geht damit. So, dann kann ich hier noch Stompbox On-Off machen und Delay On-Off. Das heißt, zwei der Haupteffekte, die ich hier mitprogrammieren kann, kann ich auch noch mit diesem Fußschalter an- und ausschalten. Das gilt dann pro Sound. Das heißt, wenn ich auf meinem Sound 1 bin, auf Bank A, könnte ich auf diesem Sound das Delay an- und ausschalten oder auch die Stompbox. Das wäre ein Vorverzerrer, also ein Phaser kann das sein. Also da hat so verschiedene Effekte Stompboxen hat er drin. Ne? So, und das kann, diese beiden Effekte kann ich dann überall in allen meinen 12 gespeicherten Sounds zumindest hiermit bearbeiten. So, und dann habe ich noch einen Looper hier drin, Record und Play seht ihr unten. Das heißt, ich kann diese Ed Sheeran Nummer, ich kann mit meiner E-Gitarre was spielen, nehme das auf und spiele dann dazu eine Solo-Melodie, also sowas, ne? Einen Looper eingebaut. Es gibt noch ein ganz großes Pedal, Sampera heißt dieses Pedal, Sampera 2. Das hat zwei solcher Expression-Pedale, da kann auch ein Wah drauf liegen dann oder irgendwas anderes. Und da kann ich dann mehr Sounds abspeichern. Also da komme ich, ich glaube, da kann ich 400 Sounds dann eben halt direkt anwählen mit so einem Taster dann. Da sind auch mehr Taster drauf, da ist auch ein Display mit drauf, damit man dann überhaupt nochmal weiß, was man da macht. Dann kann man die, glaube ich, auch benennen, die ganzen Effekt-Sounds und so weiter. Also da geht eine Menge. Also noch bin ich von diesem Ding relativ begeistert. Also für Üben zu Hause ist es schon mal der Hammer. Und ja, wie gesagt, man kann eben halt alles abspeichern, ne? Mittels Endlos-Drehreglern, man kriegt das mit so einer Lampe da angezeigt nachher. Ich werde nochmal was aufnehmen, aber wie gesagt, für Leute, die sich auch vielleicht einfach mal... Ich muss sagen, es ist von allen Modeling-Top-Teilen, die ich bisher besessen habe, auch die echt viel Geld gekostet haben, ist das hier, das klingt am besten. Das klingt definitiv meiner Meinung nach am besten. Also man kann damit am geilsten Musik machen. Man hat echt das Gefühl, man spielt mit einem Top-Teil, das ist ein Amp, mit dem man da spielt. Und man kann auch wirklich alles schön einstellen. Also bin ich echt, was das angeht, schneidet das Ding bei mir wesentlich besser ab als diese Line 6 Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist einfach so. Ne? Und klar, es ist eben halt immer noch ein Modeling. Wir haben es hier nicht mit einem Röhrenamp zu tun und so weiter. Das muss man immer dabei betrachten. Aber wie gesagt, ne? Es kommt darauf an, wofür man es braucht. Und das ist der Trick. Würde ich jetzt in einer, was weiß ich, wenn ich jetzt bei AC/DC spielen würde, die Rhythmusgitarre, dann tauche ich mit sowas nicht auf, das ist klar. Aber es geht einfach um, ne? Was kriege ich für mein Geld? Und hier kriegt man für 250 Euro auf dem Gebrauchtmarkt fürchterlich viel. Das muss ich einfach mal so sagen. Das kann echt was, das klingt ganz gut und wenn es sich zum Recorden auch noch eignet, ist das ja total geil. Ne? Und wie gesagt, oder wer auch mal einen zweiten Amp braucht, den er im Probenraum stehen lassen kann oder eben halt auch zu Hause, ne? Hü wie hot, ne? Da ist das echt, da ist es was. Ne? Wie gesagt, die Haltbarkeit nagelt mich nicht fest, es ist made in China, ne? Also das werde ich jetzt sehen, wie lange die Kiste eben macht hier,
Aber de facto ist es ja so, dass eigentlich alles, was bis 1000 Euro geht, heutzutage nur noch aus China kommt. Also, und da kann man sicherlich mal ins Klo greifen und mal auch nicht. Na, alles klar. So viel mal zu dieser Piwi-Geschichte.